Ja, liebe Freundinnen und Freunde, im Jahr 1983 sind die Grünen zum ersten Mal in den Deutschen Bundestag eingezogen. Ich bin selbst ein Jahrgang 83 und bin sozusagen so alt wie die grüne Bundestagsfraktion. Und so wie damals neue Generation Politik und Gesellschaft dauerhaft verändern wollte, so stehe ich auch heute vor euch als ein Vertreter einer neuen, jungen Generation, einer Generation Grün. Eine Generation Grün, die mehr Mitsprache und Transparenz erwartet, die unter Mobilität nicht den Besitz eines Autos versteht, der eine erstklassige Bildung und Chancengerechtigkeit wichtiger sind als Betreuungsgeld oder Ehegattensplitting, für die Migrationshintergrund kein statistisches Merkmal, sondern gelebte Selbstverständlichkeit ist und für die Europa wichtiger ist als der Nationalstaat. Aber was für meine Generation selbstverständlich ist, das war 1983 eben noch nicht selbstverständlich. Und es waren doch wir Grüne, die die Modernisierung der Gesellschaft vorangetrieben haben. Und zwar nicht mit, sondern gegen Schwarz-Gelb, liebe Freundinnen und Freunde. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich damals immer diesen dicken Onkel im Fernsehen gesehen habe. Liebe Freundinnen und Freunde, warum denke ich die Tage so häufig an Helmut Kohl? Weil damals in vielen Politikbereichen keine oder die falschen Entscheidungen getroffen wurden. 16 verlorene Jahre wegen Schwarz-Gelb. Und heute ist es so ähnlich, mit einem Unterschied. Helmut Kohl hat viel falsch gemacht, außer in der Europapolitik. Schwarz-Gelb macht alles falsch, vor allem in der Europapolitik, liebe Freundinnen und Freunde. Meine Generation, die Generation Grün, ist wegen Europa und dieser lang andauernden Krise extrem verunsichert. Wir haben eine verdammt hohe Jugendarbeitslosigkeit. Wir haben ein sinkendes Rentenniveau, wir haben steigende Staatsschulden. Banken werden gerettet. Aber die Erasmus-Gelder, die ja dafür sorgen, dass die jungen Menschen Europa leben und auch erleben, die sollen demnächst gekürzt werden. Und deswegen fragen wir uns, was wird aus Europa? Und was aus Europa wird, die Weichen, die werden jetzt gestellt und sie werden auch und vor allem in Berlin gestellt. Und deswegen kandidiere ich, um Déjà-vu-Erlebnis zu vermeiden. Nicht nochmal darf Schwarz-Gelb eine Politik machen, die uns auf Jahre, wenn nicht sogar auf Jahrzehnte zurückwirft, liebe Freundinnen und Freunde. Das Europa von Schwarz-Gelb. Das ist nicht unser Europa und wir müssen im Wahlkampf noch deutlicher sagen, wofür wir in der Europapolitik stehen, wofür ich in der Europapolitik stehe, und zwar ein solidarisches, ein ökologisches und ein weltoffenes Europa. Ein Europa, das aus den Zwängen der Finanzmärkte befreit ist. Wir wollen eben keine marktkonforme Demokratie wie die Bundeskanzlerin, liebe Freundinnen und Freunde. Und sie stattdessen behauptet, wir hätten über unsere Verhältnisse gelebt und will so ihre Politik legitimieren. Eine Sparpolitik, die vor allem Kürzung staatlicher Leistungen vorsieht und ignoriert, dass der Staat auch eine Einnahmenseite hat. Eine Politik, die ignoriert, dass die Staatsschulden in der Bankenkrise gestiegen sind und nicht wir über unsere Verhältnisse gelebt haben. Und eine Politik, die überhaupt nicht versteht, dass wir andere Länder durch unsere Niedriglohnpolitik in Grund und Boden konkurrieren. Und das funktioniert nun mal in der gemeinsamen Währungsunion nicht, liebe Freundinnen und Freunde. Wir müssen dieser ökonomisch und sozial verheerenden Politik eine klare Alternative entgegensetzen. Eine Bankenunion mit einer wirklich effektiven Bankenaufsicht, ein Staatsschuldentilgungsfonds, um die Staatsfinanzierung unabhängiger von den Launen der Spekulanten zu machen und das ist vielleicht das Wichtigste, eine koordinierte soziale Steuerpolitik, um Lohn- und Steuerdumping endlich den Riegel vorzuschieben. Liebe Freundinnen und Freunde, es geht in Europa derzeit viel um Geld. Es geht aber auch und vor allem um die demokratische Kultur. Da kommen die Troika-Inspektoren und sagen dem griechischen Rentner, tut mir leid, aber deine Rente wird halbiert. Und das ist ein unsäglicher Stil und der offenbart doch das Demokratiedefizit in Europa. Wir müssen noch viel stärker das Europäische Parlament hier einbinden, statt dass irgendwelche Bürokraten und Eurokraten uns sagen, wo es in der Eurozone lang geht. Ich bin auch deswegen den Grünen beigetreten, weil wir immer unbequeme Positionen eingenommen haben. Griechenland ist wieder so ein Beispiel. Das Land ist heillos überschuldet. Wer aber die einfachen Zusammenhänge von Wirtschaftswachstum, Staatsverschuldung und Leistungsbilanz lesen kann, der weiß, das wird eben nichts mit einem deutlichen Schuldenabbau bis 2020. Die deutschen Kredite und Bürgschaften werden nicht alle zurückbezahlt. Das verschweigt uns Schwarz-Gelb. Und ich finde, da müssen wir ehrlich sein. Wir Grüne müssen da ehrlich sein. Das sind wir den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes schuldig, liebe Freunde. Es gibt nämlich auch die andere Seite der Medaille. Deutschland hat vom Euro profitiert wie kein anderes Land. Vom Export, von den historisch niedrigen Zinsen. Wir stehen als Krisengewinner hier in der Verantwortung. Und diese Verantwortung, die wollen wir nicht länger den Söders und den Rösler dieses Landes überlassen, liebe Freundinnen und Freunde. Lass mich noch was zur Finanzmarktregulierung sagen, mit der ich mich schon länger beschäftigt habe. Der Obama-Berater Paul Volcker hat gesagt, die letzte Finanzinnovation, die die Gesellschaft wirklich vorangebracht hat, das war der Geldautomat.
Und ich finde, da müssen wir uns auch mal selbst an die Nase fassen. Sogenannte Finanzinnovationen wie Hedgefonds oder Derivate sind unter Rot-Grün eingeführt worden. Und ich finde, da müssen wir im Rückblick auch mal selbstkritisch sein und Fehler eingestehen, um in Zukunft glaubwürdig zu bleiben. Liebe Freundinnen und Freunde, deswegen will ich mich stark machen für höhere Eigenkapitalregeln, für eine Schuldenbremse für Banken. Wir brauchen eine starke Bankenunion bei der EZB, um die Spareinlagen zu schützen, aber marode Banken auch endlich mal abzuwickeln, ohne dass die Steuerzahler und Steuerzahler dafür in Haftung genommen werden. Die Banken müssen endlich wieder der realen Wirtschaft dienen. Das Kapital muss dahin, wo es gesellschaftlichen Sinn stiftet. In forschungsstarke, innovative Unternehmen, in Studienkredite, in Netzausbau und in Windparks und Rohstoffspekulation und Steuerflucht, das sind asoziale Auswüchse und die gehören bekämpft. Liebe Freundinnen und Freunde, als Teil der Generation Grün liegt mir auch die Generationengerechtigkeit im Herzen. Natürlich ist es unfair, wenn die junge Generation einen Haufen Schulden erbt. Das erschüttert den Generationenvertrag. Aber wir Jungen, wir erben nicht nur öffentliche Schulden, wir erben auch privates Vermögen. 2,6 Billionen in den nächsten 10 Jahren. Nur ist dieses private Vermögen ungleich verteilt. Ein Satz, den die Bundesregierung sich nicht traut auszusprechen. Und wir gehen ja mit einer Reihe von Steuererhöhungen in den Wahlkampf. Und unsere Erfahrung aus dem Landtagswahlkampf ist doch, wenn wir klipp und klar sagen, wofür wir Steuern erhöhen, dann wird das auch akzeptiert. Wir sind eben nicht die Steuersenkungs-Tea-Party-FDP. Wenn wir also zum Beispiel eine Basisrente, damit finanzieren, um der drohenden Altersarmut zu bekämpfen, dann kommt das der gesamten Gesellschaft zugute, auch und vor allem den kommenden Generationen. Generationengerechtigkeit für mich bedeutet eben nicht, jung und alt gegeneinander auszuspielen, so wie es Schwarz-Gelb gerne macht, sondern auf die Hauptkonfliktlinie arm und reich aufmerksam zu machen, liebe Freundinnen und Freunde. Ja, ob 1983 oder heute, es geht um viel, es geht darum, Europa weiterzuentwickeln, nicht weil die Finanzmärkte es wollen, sondern weil wir es wollen. Europa ist nicht Mittel zum Zweck, es ist Selbstzweck. Ich stehe für echte Generationengerechtigkeit und deswegen bewerbe ich mich für euch als Vertreter der sogenannten Generation Grün. Ich danke für euer Vertrauen.